Steuerung F2, dann öffnet sich euer Fenster im PRJ-Menü. Servus, grüßt euch, das ist wieder der Peter. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Projekt von einer größeren Version in eine kleinere Version konvertiert. Ihr kennt das ganze Spiel von zum Beispiel Altplan 23 auf 24 ist kein Problem, aber von 24 auf 23 ist wieder ein Problem. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das am schnellsten lösen könnt. Ihr geht in euer Projekt eurer Wahl und am schnellsten geht es mit STRG F2, dann öffnet sich euer Fenster im PRJ-Menü. Das lässt sich auch wunderbar nutzen, wenn man zum Beispiel Teilbild jetzt kurz mal ein Backup kopieren möchte oder sonst irgendwas. Super schnell mit STRG F2. Danke an dem Punkt für den, der mir den Trick gezeigt hat. Ich darf ihn leider nicht öffentlich erwähnen. Danke trotzdem. Und gut, jetzt haben wir dieses Projekt. Das kopieren wir uns jetzt einmal. Das kopieren wir uns an irgendeinen Ort, wo wir wieder zugreifen können, zum Beispiel hier ich auf meinen Subgrade-Ordner. Und starten in der Zeit gleich mal das Altmenü 24 in diesem Fall. Und jetzt wollen wir die Daten konvertieren. Wir können jetzt hier Teilbilder in frühere Version konvertieren. Wir können uns aussuchen 21, 22 oder 23, also immer drei Versionen nach hinten verschieben und die können wir dann konvertieren. Aber als erstes müssen wir unseren Projektordner einmal umbenennen mit F2, dann das PRJ und den Punkt entfernen und schon haben wir einen ganz normalen Ordner, der so heißt wie euer Projekt. Zurück in Altmenü. Ich konvertiere das Ganze jetzt in Version 23 und sage okay, jetzt muss ich noch den Pfad angeben. Wir haben uns ja gemerkt, ich war gerade auf dem Subgrade-Ordner und habe hier YouTube 2 Bewährung kopieren. Das ist mein Projektordner. Ich sage einmal okay. Und jetzt werden nicht nur die Teilbilder, also jetzt müssen wir noch Alpen schließen, schade. Es werden aber nicht nur die Teilbilder konvertiert und die Pläne, sondern alles, was damit zusammenhängt. Die Attribuierung, also die Attribute, die Beschriftungsbilder, die Legenden, ja, eigentlich alles, was dazugehört. So, jetzt nochmal, komm, konzentriere dich, Peter, sonst kommen wir hier nicht mehr durch. Das ist eigentlich ein schnackes, kurzes Video, aber während wir das jetzt durchlaufen lassen, dürft ihr gerne mit meinem Kanal abonnieren und das Video liken. So funktioniert leider der YouTube-Logarithmus oder Algorithmus. Und darauf habe ich sonst keinen Einfluss. Und ich möchte natürlich, dass mein Content, wenn ich mir die Mühe mache, natürlich so viele Leute wie möglich erreicht. So, jetzt sind wir zurück. Wir haben unseren Ordner. Den nennen wir jetzt einfach wieder in .prj um. Den schneide ich mir jetzt aus, gehe in mein Altplan 23. Ja, das ist nicht der PRG-Ordner. Psst. So, in PRJ rein einfügen. In der Zeit öffne ich schon mal das Altmenü 23. Ich gehe hier auf Service, Hotline Tools, Reorg. Das letzte, das Projektverwaltungszeugsel wiederherstellen und einmal durchlaufen lassen und schon wird es in der Projektverwaltung in Altplan 23 angezeigt. Wir starten in der Zeit Altplan 23 und schauen jetzt, ob auch dieses Projekt vorhanden sein wird. Ja, STRG F2, in den PRJ-Ordner reinzukommen, ich finde es klasse. Wir öffnen hier und jetzt sehen wir hier YouTube 12 Bewährung kopieren, haben wir hier drin. Projektverwaltung wird aktualisiert und schauen wir mal, ob wieder alles da ist. Ihr seht, wir haben hier dieses Projekt von letzten Mal. Wir schalten mal die Layer auf. Ja, kommen. Wir lassen es auch bei Bewährung hier auf Farbe und haben wir hier wieder unseren Bewährungsplan. So, jetzt den Kanal wirklich abonnieren und wenn ihr noch Zeit habt, das nächste Video wird richtig, richtig gut. In der Endcard ist es verlinkt und ciao, bis zum nächsten Mal, euer Peter, Servus.